Hallo, mein Name ist Nadja und wir werden hier heute bei Zentrum der Gesundheit leckere Hirse-Karottenpuffer zubereiten. Das Schöne und Besondere an dem Rezept ist, dass unsere Hirse und die Karottenpuffer relativ mild schmecken werden und wir das Ganze kombinieren mit einer würzigen, feurigen Chili-Soße. Mega gute Kombi, wie ich finde, und ich bin total gespannt, wie das Endergebnis aussehen wird. Lasst uns vielleicht ganz kurz über Hirse sprechen, finde ich nämlich recht wichtig, all dieweil wir viel zu wenig unterschiedliche und abwechslungsreiche Getreidesorten in der Küche verwenden. Und da das sehr wichtig ist, weil Getreide die unterschiedlichsten Nährstoffe bringt und abwechslungsreiche Nahrung natürlich gesund ist, möchten wir ein bisschen mehr Hirse in die Küche bringen, denn Hirse ist wahnsinnig mineralhaltig und bringt dadurch sehr viel Mehrwert für unseren Körper. Die habe ich jetzt gekocht nach Packungsbeilage auf eine Tasse Hirse, nämlich 2 Tassen Wasser. Das Ganze kocht 5 Minuten auf und wird dann 30 Minuten ohne Hitze stehen gelassen. Und so kann die Hirse dann quellen und hat am Ende die beste Konsistenz für unser Rezept. Lasst uns gemeinsam die Chilisauce zubereiten. Die besteht aus 4 einfachen Zutaten. Wenig Zutaten sind immer gut, wie ich finde. Wir haben Chili, wir haben Yacon-Sirup. Wir haben Balsamico-Essig und wir haben Tomatenmark. Und das Ganze wird jetzt mit einem Handmixer oder mit einem Mixer, wie ihr wollt, vermengt. Sieht feurig aus. Auf jeden Fall feurig aus. So, lasst uns mal die Beauty hier anschauen. Ah, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich muss mal kosten, ja? Ja, das ist schön. Fein, weiter geht's. Wir werden jetzt eine ordentliche Menge an Karotten raspeln und schälen, zu meiner Freude. Haha, nämlich gar nicht. Und zwar sind das 500 Gramm in dem Fall. Wenn ihr einen Foodprozessor zu Hause habt, seid ihr jetzt die Glücklichen. Ich habe keinen. Wir werden jetzt diese Raspel hier verwenden. Aber nun gut, man kann nicht alles haben. Wir werden die ganze Masse dann am Ende mit Tamari vermengen, mit Currypulver, wir haben Backpulver und wir haben zum Binden zum einen Kichererbsenmehl und zum anderen Kartoffelstärke. Beides bindet anstatt eines Eis und wird am Ende auch dafür sorgen, dass die richtig schön knusprig werden. Wir werden jetzt die bereits vorgekochte Hirse dazugeben. Dann vermengen wir das alles ganz, ganz gründlich, schmecken eventuell noch mit Salz und Pfeffer ab und werden das Ganze backen.
passt. Passt gut. So, das Ganze werden wir jetzt in 30 Gramm Portionen aufteilen. Ich werde das gleich tatsächlich abwiegen. Ihr könnt es natürlich auch nach Gefühl machen. Wir haben hier die perfekten 30 Gramm, / 31 Gramm. Und die kommen jetzt in die Pfanne und natürlich nicht als Ball, sondern wir drücken sie vorher einmal platt. Das machen wir jetzt direkt mal. Wir wollen die ungefähr 6 mm dick. Dann bekommen sie nämlich die optimale Textur. Erhitzt das Öl auf jeden Fall einmal ganz kurz dolle, damit es schnell heiß ist. Und dann regulieren wir die Flamme so ein bisschen runter auf die Hälfte ungefähr. Und dann geht der kleine Rascal hier in die Pfanne. Lass uns testen. Also erstmal sehen die schon mal ziemlich knusprig aus. Also als ganz kurze Anmerkung, es wäre ziemlich dämlich, wenn die Menschen vor der Kamera sagen würden, das Essen würde nicht schmecken. Aber ich will hier noch mal wirklich hervorheben, dass das so lecker ist. Diese Karotten sind leicht süßlich. Die Kombination mit dieser feurigen Soße, welche übrigens nicht zu feurig ist. Ich stehe eigentlich gar nicht so arg auf feurige Sachen, aber es ist perfekt. Deswegen mein Appell an euch, bitte, auch wenn alle Leute sagen, ihr Essen schmeckt geil, gut, bitte probiert diese Hirsepuffer unbedingt. Bis bald.